Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero und herzlich willkommen zu meiner Vorschau auf WWEs Royal Rumble. In der Kickoff Show wurde ein Match angekündigt, was eigentlich, naja, nicht wirklich Story-Zusammenhang hat, aber halt einfach nur da ist. Die Teams sind auch ziemlich willkürlich ineinander gewürfelt, aber auf jeden Fall haben wir ein Fatal 4-Way Tag Team Match, bei dem das Gewinnerteam ins Royal Rumble Match einzieht. Und da haben wir die Dudley Boys gegen The Ascension, soweit schon mal zwei Teams, gegen Mark Henry und Jack Swagger und gegen Darren Young und Damian Sandow. Ja, das macht alles keinen Sinn, aber ist ja auch eigentlich scheißegal, denn ich glaube auch, selbst wenn irgendeiner von diesen Leuten ins Royal Rumble Match einzieht, wir haben so viel krassen Scheiß darin, ich glaube, das wird sowieso keine Rolle spielen. Von daher werden die Leute auch nicht wirklich gehuckt von dem Match sein, aber okay, ich tippe jetzt einfach mal auf Mark Henry und Jack Swagger. So Freunde, dann haben wir das WWE Tag Team Titel Match zwischen den Usos und unseren Champions New Day. Und es muss jetzt einfach auch mal irgendwann sein. Ich liebe The New Day. Aber ich kann mir hier vorstellen, dass die Usos hier gewinnen. Das schon alleine deshalb, weil die Fans abgestimmt haben, dass diese nämlich das Tag Team des Jahres waren. Und da das eigentlich ziemlich dämlich war, weil die Usos die Hälfte des Jahres sowieso nicht da waren, weil ja Jay Uso verletzt war. Trotzdem zeigt es ja, dass das WWE-Universum dann auch langsam mal wieder die Usos sehen will. Und klar, diese Fehde immer hin und her mit New Day und Usos, weiß auch nicht. Da muss langsam auch mehr Pep irgendwie noch mal was Neues in die Tag-Team-Szene rein. Auf jeden Fall tippe ich hier einfach mal auf die Usos, damit man dann wieder sagen kann, ja hier, wir machen, was die Fans wollen. Damit ja schon mal okay. Aber New Day wäre natürlich immer noch cool. New Day kann man einfach immer noch feiern. Ich tippe aber mal auf die Usos. So, dann haben wir das Intercontinental Championship Match zwischen Dean Ambrose und Kevin Owens. Und hier die Besonderheit, das Ganze ist ein Last Man Standing Match. Das heißt, sie müssen es schaffen, den Gegner so fertig zu machen, dass er einfach bis zum 10er-Count nicht mehr aufsteht. Und ich kann mir hier sehr gut vorstellen, dass man den Titel noch weiterhin bei Dean Ambrose lässt, ohne Kevin Owens aber zu stark zu schwächen. Das heißt, ich gehe jetzt echt mal davon aus, dass Kevin Owens Dean Ambrose so krass zusammenschlagen wird, aber dieser verrückte Typ einfach trotzdem immer wieder aufsteht und es dann durch irgendeinen komischen, aber irgendwie lustigen Trick schafft, Kevin Owens denn, keine Ahnung, irgendwie unter 1000 Sachen zu begraben und dann kommt er halt nicht mehr hoch. Sowas kann ich mir gut vorstellen, dass das hier das Ende ist. Ich glaube, Dean Ambrose verteidigt hier den Titel, aber Kevin Owens darf halt nicht zu stark geschwächt werden. Das, finde ich, ist hier in dem Match die schwierige Sache, aber glaube ich auch die interessantere Sache. Dann haben wir das WWE Divas Titelmatch und dort wird Charlotte ihren Titel gegen Becky Lynch aufs Spiel setzen. Hier natürlich wieder Ric Flair an der Seite und gerade auch hier, weil wir quasi so eine Neuordnung von Charlotte haben und hier auch in dem ersten großen Match gegen ihre Freundin beim Pay-Per-View, glaube ich irgendwie noch nicht, dass hier der Titel wechselt. Becky Lynch hat es definitiv verdient, irgendwann Divas Championess zu werden, aber zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, macht Charlotte mehr Sinn, weil wir bei Charlotte einfach jetzt gerade einen neuen Charakter sehen und davon will ich jetzt einfach erstmal noch ein bisschen mehr sehen, ein bisschen andere Fäden, dass das dann von mir aus auch wieder Sinn macht und dann irgendwann kann Becky auch den Titel haben. Nur für den Moment tippe ich und hoffe auch, na gut, hoffe vielleicht nicht, aber ich tippe auf Charlotte. Und nachdem tausendmal der Titel hin und her gewechselt hat, haben wir hier noch beim Pay-Per-View erneut Kalisto gegen Alberto Del Rio. Und zurzeit ist Alberto wieder Champion. Ja, nicht, dass ihr da irgendwie durcheinander gekommen seid. Weil bei Raw in der letzten Woche hat Kalisto den Titel überraschend gewonnen, was echt cool war. Bei SmackDown hat Alberto den Titel überraschend wieder zurückgekriegt. Und da war es eigentlich auch nur überraschend, weil sie haben ihm den Titel ja auch erst gegeben, weil, auf jeden Fall, ich fand's ziemlich blöd. Aber jetzt wollen wir wissen, wer ist denn jetzt hier wirklich der Beste von den beiden und wer wird denn jetzt hier der endgültige United States Champion? Und ich tippe trotzdem, dass man hier Kalisto den Titel geben wird. Klar würde es dann einfach nur noch weniger Sinn machen, Alberto den Titel wieder zurückzugeben, aber es hat halt wieder für Gesprächsstoff gesorgt. Und gerade weil man ja Kalisto noch weiter pushen will und Sin Cara irgendwie sich auch nicht mehr blicken lässt, würde ich mal sagen, ist das im Moment schon gar nicht so schlecht, wenn man Kalisto denn auch den Titel gibt. Wie gesagt, ich war letztes Jahr ein riesen Fan von der US Open Challenge. Das wird Kalisto zwar nicht machen, dennoch wird Kalisto als Champion einfach
ein bisschen neueren Stil, was heißt neueren Stil, aber ein bisschen anderen Stil wieder in die US-Titelmatches bringen. Und das finde ich erstmal ganz gut. Deshalb hoffe ich und tippe ich auf Kalisto. Und dann haben wir zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte, dass das WWE World Heavyweight Championship Match auch das Royal Rumble Match wird. Bringt natürlich einen extra Flow theoretisch in das Match, wenn nicht schon irgendwie die meisten sowieso davon ausgehen würden, dass Roman Reigns den Titel verteidigt. Das Ganze natürlich hier großartig aufgebaut, von wegen, dass Roman Reigns gegen die Authority shootet und sie deshalb alles versuchen, um ihm den Titel wieder abzunehmen. Er ist sogar jetzt als Nummer 1 für den Rumble gesetzt und das wird einfach nur dazu führen, und ich bin kein Hater von Roman Reigns, das muss ich hier wirklich so sagen. Aber wenn Roman Reigns als Erster rauskommt und dieses Ding gewinnt und seinen WWE-Titel mit nach Hause nimmt, werden die Leute ihn genauso wieder hassen wie beim letzten Mal. Es macht keinen Sinn, einen Typ so krass übertrieben stark darzustellen. Das wollen die Leute nicht sehen. Wir wollen Abwechslung haben, wir wollen Überraschungen haben und nicht dieses: ein Typ immer ist der krasseste überhaupt, das will man nicht. Und das wird halt hier wieder die große Gefahr werden. Und deshalb ist es halt gerade so spannend. Ich persönlich bin extrem gehuckt auf den Rumble, weil ich einfach jetzt auch Gewissheit haben will, was passiert. Wird man sich für die Variante entscheiden, Roman Reigns wieder zu dem zu machen, den die Leute hassen, aber die WWE nicht hasst? Oder wird man sich für eine neue Variante entscheiden? Und da gibt es natürlich in diesem Rumble ziemlich viele Spekulationen. Einfach schon, weil so viele Leute aufgrund der Verletzungen ausbrechen, haben wir zum Beispiel Daniel Bryan, der zurückkehren könnte. Der hat auch jetzt, wie es heißt, Ringfreigabe bekommen. Von daher wäre das richtig krass, wenn Daniel Bryan zurückkehrt und sich den WWE-Titel holt. Damit wäre kein Mensch sauer auf Roman Reigns, weil Daniel Bryan einfach mit seiner Popularität so viel Plus macht, dass man das Ganze auch als Fan dann absegnen kann. Dann haben wir ja immer noch die Spekulation, ob man AJ Styles denn schon für den Rumble bringt. Da hat man ja immer mal wieder kleine Winks gegeben. Allerdings glaube ich schon wieder, dadurch, dass so viel in Richtung Styles gedrückt wird, dass es denn gerade nicht passiert. Denn wir wollen ja immer überrascht werden und ich glaube auch hier werden wir überrascht, aber vielleicht nicht so, wie wir dachten. Da ist vielleicht schon eher Austin Aries ein Name, der denn dazu kommen könnte, habe ich auch in der News beim letzten Mal gesagt, könnt ihr euch ja nochmal angucken. Eine Möglichkeit wäre auch Brock Lesnar. Ich glaube, das würden auch viele Leute feiern, weil er ist ja auch schon für Fastlane gerankt und für WrestleMania sowieso. Das heißt, wir haben in der nächsten Zeit sowieso nicht das, dass unser Champion nicht da ist, was wir bei seinem letzten Titelrun hatten. Von daher würde ich da sogar auch noch mitgehen und sagen, Brock Lesnar kann man machen. Wir hätten auch noch Bray Wyatt, der hat sich ja beim letzten Mal ziemlich gut dargestellt bei der Raw-Episode. Das will ich auch feiern, aber ich glaub's fast nicht. Dann hätten wir noch aus NXT einen, vielleicht Sami Zayn oder Finn Balor, aber dass die hier gleich mit dem WWE-Titel nach Hause gehen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das wären zwar so Leute, die man da rausbringen könnte, aber den Sieg vielleicht noch eher nicht. Und zu guter Letzt hätte ich dann noch Triple H im Angebot. Dieser hat sich ja nach dem Angriff von Roman Reigns nicht wieder blicken lassen. Und so wäre dieser vielleicht auch noch ein Kandidat, der vielleicht als Nummer 30 rauskommt und Roman Reigns den Titel abnimmt. Und auch da würde ich wieder sagen, das würde noch mehr dazu führen, dass die Leute Triple H ja hassen und Roman Reigns dadurch natürlich ein bisschen gepusht wird. Vielleicht feiern die Leute auch übelst, dass Triple H den Titel gewonnen hat und uns von Roman Reigns erlöst hat. Ich weiß es nicht. Schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Es wird definitiv spannend, egal was. Selbst wenn ich mich dann am Montag hier über dieses ganze Ding krass aufrege, wird es auf jeden Fall wieder für gute Emotionen sorgen. Und das ist ja immer die Hauptsache. Also denkt dran, Montag gibt es dann die Review zum Royal Rumble und am Dienstag kommen dann die WWE News. Und denkt dran, deine Meinung in die Kommentare zu schreiben. Und natürlich, wie jedes Mal zusammen mit Much Media, machen wir hier das kleine Gewinnspiel. Es gibt also die DVD und die Blu-ray aus dem letzten Jahr zu gewinnen. Einfach mit dem Hashtag DVD oder mit dem Hashtag BR eure Meinung zu dem Pay-Per-View in die Kommentare schreiben und dann nehmt ihr halt gleich mit bei diesem Gewinnspiel hier teil. Und dann ist natürlich noch ganz wichtig zu abonnieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Und ich wünsche euch dann echt viel Spaß bei dem Pay-Per-View. Ich glaube, es wird cool.
Denkt dran, auch nicht zu vergessen, es gibt noch eine Kick-Off-Show. Ich werde von 0 Uhr bis 1 Uhr, also kurz vor dem Royal Rumble Pay-Per-View, werde ich meine Kick-Off-Show machen auf meinem Twitch-Kanal zusammen mit den anderen WWE-YouTubern. Davor werde ich noch meine Let's Play-Session vom Dienstag, wo ich WWE 2K16 gespielt habe und wir da viel über den Rumble gesprochen haben, das werde ich davor auch noch wiederholen. Ich denke mal, dann geht's so 22 Uhr vielleicht los. Ich muss nochmal genau gucken. Auf jeden Fall gibt es dann auch nochmal ein kurzes Video dazu, dass ihr dann auch Bescheid wisst. Und das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hau rein, bis zum nächsten Mal und ciao.